Keiner von uns hat Bock auf dreckige Sneaker. Und aus dem Grund habe ich auch die besten Tipps und Hacks ausprobiert und für euch getestet. Es gibt im Internet unzählige Videos, wie man Sneaker wieder sauber bekommt bzw. wieder weiß bekommt. Und dann sitzt man da manchmal so vor und denkt so, hey, funktioniert das wirklich oder ist das irgendwie nur Gelaber? Und aus dem Grund habe ich wirklich sämtliche Dinge getestet für euch. Von Zahnpasta, Backpulver, Spüli, auch ein professionelles Sneaker-Reinigungsset war mit dabei. Also wirklich sämtliche Tipps und Tricks, die ich im Internet gefunden habe, habe ich für euch getestet und ausprobiert, was sie können. In dem heutigen Video sage ich euch, welche Dinge eher gut funktioniert haben und welche Dinge eher nicht so gut funktioniert haben. Und am Ende des Videos gebe ich euch auch meine persönliche Empfehlung mit auf den Weg, wie ich aktuell meine Sneaker reinige. Also auf jeden Fall bis ganz zum Schluss dranbleiben. Und übrigens, ich habe das nicht nur an einem Sneaker getestet, sondern ich habe wirklich alle meine Sneaker rausgeräumt, alle meine Sneaker geputzt und wirklich die Mittel ausgiebig getestet. Der Test-Sneaker für dieses Video ist dieser weiße Ledersneaker hier. Den wollte ich jetzt unbedingt mal wieder sauber bekommen, damit ich auch wirklich wieder Lust habe, den Sneaker anzuziehen. Also schauen wir mal, wie sauber ich den anschließend wieder bekomme. Eine Möglichkeit, die ich gefunden habe, um Sneaker zu reinigen, ist die Möglichkeit mit Spüli und Backpulver. Dazu mischt man das Spüli zusammen mit einem handelsüblichen Backpulver, verrührt das Ganze zum Beispiel mit einer Zahnbürste und schrubbt dann die Schuhe mit einer Zahnbürste. Und ich muss sagen, ja, man bekommt dadurch die Schuhe ein Stück weit sauber. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass diese Masse, die man da so angerührt hat, die relativ schnell klebrig wird auf der Oberfläche der Sneaker. Von daher, naja, finde ich die Möglichkeit eher so medium. Die nächste Möglichkeit, die ich im Netz gefunden habe, seine Sneaker zu reinigen, besteht auch aus zwei Zutaten, diesmal aber aus Babypuder und Wasser. Auch diesmal mischt man das Babypuder mit dem Wasser zusammen. Ich habe das Ganze an dieser Stelle auch wieder mit einer Zahnbürste verrührt und bin dann angefangen zu schrubben. Habe dann erstmal geschrubbt, geschrubbt, geschrubbt und ich muss sagen, die vorherige Möglichkeit mit Spüli und Backpulver fand ich ein bisschen effektiver als diese Möglichkeit. Ich fand eigentlich, dass diese Möglichkeit mit Babypuder irgendwie gar nicht so ganz viel gebracht hat. Also diese Möglichkeit würde ich persönlich kategorisch einfach mal ausschließen. Eine ganz andere Möglichkeit, seine Sneaker zu reinigen, ist dieser Schwamm hier. Dieser Schwamm nennt sich auch Magic Pad oder Zauberschwamm oder Radierschwamm oder wie auch immer. Den gibt es in jedem Drogeriemarkt. Ich habe mir das Set direkt als Vorteilspaket bei Amazon bestellt, weil ich wusste, dass dieser Schwamm vielseitig einsetzbar ist. Und deshalb habe ich einfach gedacht, okay, komm, hole ich mir da ein paar mehr von. Gibt es auf Amazon, kostet nicht viel. Link packe ich euch selbstverständlich in die Infobox rein. Den Schwamm einfach ein bisschen in Wasser tunken und dann kannst du mit dem Schwamm einfach schön deinen Schuh reinigen. Und ich muss sagen, das hat wirklich super funktioniert. Also der Schuh ist wirklich super top sauber geworden. Also kann man nicht anders sagen. Der Schwamm löst sich allerdings immer so ein bisschen auf, wenn man damit schrubbt. Aber ich muss sagen, das ist wirklich echt eine sehr, sehr gute und effektive Möglichkeit. Allerdings bei den Ledersneakern hatte ich das Gefühl, dass der Schwamm relativ aggressiv ist und das Leder so ein bisschen angreift. Also wenn es zum Beispiel Kunststoff Schuhe sind, dann ist es sicherlich kein Problem, aber bei Ledersneakern muss man da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Was die Schuhbänder angeht, hatte ich jetzt keine Lust, mir neue Schuhbänder zu kaufen und aus dem Grund habe ich die Schuhbänder einfach aus den Schuhen rausgemacht, einfach in Wasser eingelegt, in das Wasser ein bisschen Wäscheweiß reingetan und so die Schuhbänder gewaschen. Das funktioniert auch, man kann alternativ aber auch zum Beispiel die Schuhbänder einfach in die weiße Wäsche mit reinpacken und da einfach ein bisschen Wäscheweiß rein und fertig ist. Oder du kannst natürlich auch neue Schuhbänder kaufen, kostet natürlich auch nicht viel, wenn die Schuhbänder jetzt mal wirklich komplett dreckig waren. Wenn man jetzt mal sehr hartnäckigen Schmutz an den Schuhen hat, ja, dann kann man unter anderem auch auf Nagellackentferner zurückgreifen. Einfach ein bisschen Nagellackentferner auf ein Tuch drauf, dann mit dem Tuch den Sneaker versuchen zu reinigen. Und an dieser Stelle kann ich auch sagen, dass ich das lediglich auf Kunststoff-Obermaterial machen würde, also meine weißen Ledersneaker mit Nagellackentferner zu reinigen, also die Oberfläche, würde ich einfach nicht machen, weil ich einfach denke, dass es einfach viel zu aggressiv ist für das weiche Leder. Und es kann sogar unter Umständen sein, wenn man halt mit dem Nagellackentferner zu doll auf der Oberfläche schrubbt, dass dieses Weiße, also dass die Farbe von dem Leder einfach abgeht. Und aus dem Grund empfehle ich euch, wenn ihr auf Nagellackentferner zurückgreift, definitiv nur für Kunststoff-Oberflächen die Nagellackentferner benutzen. Bei meiner Recherche bin ich auch auf das gute alte Schulradiergummi gestoßen und ich habe gedacht so, hä, Schulradiergummi, warum soll man damit seine Sneaker sauber machen? Aber gerade für bestimmte Stellen, wie zum Beispiel eine Oberfläche an den Sohlen bei den Schuhen jetzt, die so ein bisschen geriffelt ist, da kann man einfach mal mit dem Schulradiergummi drüber radieren und dann sieht man, das geht tatsächlich mit dem Schulradiergummi sehr gut.
Denn in dieser geriffelten Oberfläche, da ist der Dreck manchmal so ein bisschen hartnäckiger und ich muss sagen, mit dem Radiergummi kriegst du den Dreck da tatsächlich weg. Allerdings würde ich mit dem Radiergummi auch nicht unbedingt jetzt die Oberfläche von den Ledersneakern reinigen, sondern das auch wirklich wieder auf Kunststoffoberflächen beschränken. Whitening Zahnpasta und Schuhe reinigen? Ja, ich war auch ein bisschen skeptisch, als ich das gesehen habe, dass das Leute machen. Aber ich habe gedacht, okay, probiere ich das doch mal aus und gucke, ob das funktioniert. Ich habe mich am Anfang aber erst ein bisschen schwer getan, mit der teuren Opalescence Whitening Zahnpasta meine Sneaker zu reinigen. Aber gut, ich habe es ausprobiert. Einfach ein bisschen Zahnpasta auf die Zahnbürste geben und dann schön die Schuhe damit schrubben. Und ja, Leute, selbstverständlich bekommt man die Sneaker ein Stück weit damit sauber. Allerdings fand ich die Whitening Zahnpasta jetzt nicht so gut wie das Spüli. Also bevor ich auf eine Zahnpasta zurückgreife, würde ich ein Spüli verwenden. Und generell muss man natürlich auch sagen, dass man diese Nähte mit einer Zahnbürste sowieso gut sauber bekommt. Aber ob es eine Whitening-Zahnpasta sein muss, Leute, also tendenziell eher nicht. Es sei denn, du möchtest, dass deine Sneaker anschließend riechen wie frisch vom Zahnarzt. Dann wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Feuchte Allzwecktücher hat wahrscheinlich jeder Haushalt irgendwie irgendwo zu Hause rumfliegen. Mit den Dingern macht man irgendwie alles Mögliche sauber, ja? Und unter anderem auch Sneaker. Ich habe es zumindest ausprobiert und ich muss ehrlich gestehen, ich mache das auch hin und wieder mal. Wenn man mal einfach mal schnell seine Sneaker sauber haben möchte, dann nimmt man einfach so ein Reinigungstuch und wischt einfach den oberflächlichen Dreck einfach mal schnell ab. Das funktioniert auch. Allerdings muss ich sagen, für eine gründliche Reinigung würde ich auf feuchte Allzwecktücher persönlich nicht zurückgreifen. Zu guter Letzt habe ich auch noch ein professionelles Sneaker-Reinigungsset für euch getestet. Und ich muss sagen, ich war da vorab erstmal so ein bisschen voreingenommen. Denn ich habe zu dem Thema einen Galileo-Beitrag gesehen. Und in dem Beitrag wurde halt berichtet, dass Hausmittel genauso gut funktionieren, wenn nicht sogar noch besser als so ein professionelles Sneaker-Reinigungsset. Und da war ich erstmal so ein bisschen skeptisch. Habe gedacht, okay, naja, probiere ich es trotzdem einfach mal aus. Ich habe mir dann ein professionelles Sneaker-Reinigungsset bei Amazon bestellt für 20 Euro. Den Link zum Set packe ich euch selbstverständlich in die Infobox rein. Ich habe dann die Bürste einfach ein bisschen angefeuchtet, auf die Bürste dann das Reinigungsmittel gegeben und dann einfach mal die Sneaker ein wenig geschrubbt. Und ich muss sagen, Leute, ich war wirklich begeistert. Also es hat super funktioniert mit dem Sneaker-Reinigungsset und ich kann sagen an dieser Stelle, die 20 Euro waren definitiv nicht falsch investiert, sondern absolut richtig investiert, denn ich habe von dem Reinigungsmittel für die ganzen Schuhe kaum was gebraucht und ich bin mir sicher, dass ich locker ein Jahr, wenn nicht sogar 2 Jahre mit diesem Reinigungsset auskomme. Also das waren die 20 Euro definitiv wert. So, jetzt schauen wir uns mal das Vorher-Nachher-Ergebnis an. Wie sauber habe ich die Sneaker denn jetzt schlussendlich bekommen? Wenn man sich das Vorher-Nachher-Ergebnis anschaut, muss ich persönlich sagen, ich bin zufrieden. Ja, man hat die Sneaker auf jeden Fall eine ordentliche Stufe sauberer bekommen als vorher und ich persönlich werde die Sneaker jetzt auch zukünftig wieder tragen. Kommen wir jetzt zu meinem ganz persönlichen Fazit. Ich persönlich muss sagen, dass die Hausmittel irgendwie nicht ganz so der Hit waren. Ja, also das hat irgendwie nicht so dolle funktioniert. Also gerade das Anmischen auch aus 2 Zutaten mit zum Beispiel Backpulver und Spüli oder halt Wasser und Babypuder, das hat irgendwie nicht so getaucht. Ja? Und auch Zahnpasta fand ich jetzt nicht so Bombe. Generell bekommt man natürlich mit einer Zahnbürste schön die Zwischenräume der Sneaker immer schön sauber, gar keine Frage. Aber da würde ich einfach ein ganz normales Spüli nehmen und fertig. Da würde ich mir nicht extra irgendwie was anmischen. Was mir persönlich am allerbesten gefallen hat, ist dieser Magic Pad, also dieser Zauberschwamm, hat top funktioniert. Überragend, ja, kann ich nicht anders sagen, hat man wirklich alles schön mit sauber bekommen. Man muss halt nur aufpassen, wenn man zum Beispiel einen Ledersneaker damit reinigt, dass man halt nicht zu doll damit schrubbt und irgendwie das Leder beschädigt. Aber für Kunststoffschuhe Bombe. Das gleiche gilt fürs Sneaker-Reinigungsset. Also die 20 Euro waren überragend investiert. Ich freue mich schon jetzt tatsächlich das nächste Mal wieder meine Sneaker sauber zu machen. Also das war echt super. Ja, also wirklich top. Radiergummi und Nagellackentferner funktioniert natürlich beides auch. Aber wenn du dieses Sneaker-Reinigungsset hast und diese Magic Pads, dann brauchst du das gar nicht. Also von daher. Und die feuchten Tücher werde ich auch nach wie vor für alles Mögliche verwenden, auch um die Schuhe halt hin und wieder mal ein bisschen schön sauber zu machen. So Leute, und jetzt schreibt mal gerne in die Kommentare rein, wie ihr aktuell eure Sneaker reinigt. Benutzt ihr auch eine der Methoden, die ich heute vorgestellt habe oder macht ihr es komplett anders? Schreibt es gerne in die Kommentare rein und teilt das Video auch liebend gerne mit den Leuten, die mal dringend unten ihre Treter ein bisschen sauber machen sollten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.